Dies ist vielleicht die erste Generation, die nicht so alt wird wie ihre Eltern. Lass uns auf einen Punkt oder auf eine Geschichte eingehen, auf die du im Zusammenhang mit den Zusatzstoffen hinweist, weil das irgendwie so ein besonders krasser Fall ist, ist Aspartam. Ja. Agent Orange. Ja, aber Cola Light ist doch dietetisch ja. Besser als die normale Cola. Nee, um Gottes Willen, nee. Also dann sollte man, das normale Cola nimmt man ja aus dem Grund nicht durch den Industriezucker. Da muss man ja auch unterscheiden, Zucker ist ja nicht gleich Zucker. Aber diese Cola Light, dieses Aspartam, ist letztendlich ein, ja, war früher bei den Amerikanern, Kriegsstoff, damit haben die im Urwald das Laub entfernt. Und das war die Grundvoraussetzung, die chemische Formel. Die chemische Formel hat man dann einfach, da muss man nur ein kleines Molekül verändern und schon schmeckt das auf einmal süßlich und auch noch 6000 Mal oder 3000 Mal stärker. Ja, und so hat man sich das geschaffen. Du hast eine regelrechte Explosion von Produkten, wo Aspartam drin ist. Ja. Also insofern... Auch Kinderprodukte. Du hast auf den Punkt hingewiesen, in den 70er Jahren, schreibst du, stand es auf der CIA-Liste als potenzielles Mittel für biochemische Kriegsführung. Dann kann man nur sagen, Prost Coke, da ist das also dann in der Light natürlich drin, und in vielen anderen auch. In vielen anderen. Ja. Also diese ganzen Light-Produkte, also man hat da was ganz Schlaues gemacht, dass die Leute halt nicht mehr an Zucker gehen, weil Zucker ja so gefährlich ist. Ja, dann gibt's halt jetzt Gift. Ja. Und jetzt gut. Dumm zu sagen, es ist wirklich so flapsig, genau ja, so ist es eigentlich. Und eigentlich ist das auch etwas, was die sowohl die Pharmaindustrie, die Lebensmittelindustrie, wie auch die Ärzteschaft ja weiß. Also es ist ja nichts, also diese Dinge die Industrie, sind ja nicht noch... Die Industrie ja. Weiß es, aber ein einzelner Arzt, also ich habe zum Beispiel in dem Studium, auch wenn es 7 Semester nur waren, also davon habe ich nie was gehört. Also das wurde mir nie gesagt, also ich kann in den Zitronensäurezyklus wunderbar alles bis in die kleinste Definition erklären, aber über sowas wurde nie gesprochen, ja. Diese ganzen Gifte und niemals. Ja, es ist so, eigentlich sogar umgekehrt, wenn du, ich habe ja auch mit der Ernährungsindustrie gearbeitet, dass du belächelt wirst und wenn man da also bei den E-Nummern oder bei den Zusatzstoffen da irgendwie was problematisiert, ja, das ist so, das sind so ein paar durchgeknallte Verbraucherschützer, aber auch das waren nur wenige, denn auch die richtigen Verbraucherschützer sprechen das nicht an. Die müssen einen Aufschrei geben. Ja, normalerweise ja. Normalerweise, also wer das erfährt, müsste normalerweise erkennen, dass es ein Skandal ist, der hier läuft. Also die Leute werden krank, Kinder werden krank, wir können gar nicht mehr feststellen, warum die. Eine Anamnese ist gar nicht mehr zu machen, weil wie soll ich diese ganzen Giftstoffe feststellen? Ja. Da müsste ich in meinem Labor eine Giftstoffliste haben, wo ich dann jedes einzelne nachgehe und wer soll das bezahlen? Welche Krankenkasse soll das bezahlen? Und so stehen die Ärzte da, wie gesagt, können keine Anamnese machen und haben kranke Patienten und würden nie auf die Idee kommen, dass es einfach nur ihre Ernährung ist. Ja. Der Zulassungsmodus bei Aspartam in der FDA, du lächelst, okay, ist ja auch nochmal so ein ganz eigenes Kapitel. Ja, also von Zulassung, also das sind, ich will jetzt nicht hier von Behörden sprechen, die Gangster sind, aber es ist so. Ja, es ist genau so, denn diese ganzen Zulassungsverfahren, es wird alles zugelassen, der am meisten Geld mit auf den Weg mitbringt, der kriegt es auch zugelassen. Genau so, das sind die Fakten. Und das kann jeder nachvollziehen, es ist absolut so. Du hast ja in dem konkreten Fall auch wirklich noch gefälschte Studien. Ja, selbstverständlich. Du hast also eigentlich dir diese Zulassung bei dem Produkt im Prinzip erschwindelt, denn in dem Moment, wo die Gefährlichkeit durchgetestet worden wäre in einer ganz normalen, neutralen Studie, hätte die FDA sagen müssen, no way. Ja, obwohl, wenn wir jetzt die FDA sagen, also wenn wir da jetzt von der Federal Trade Administration sprechen aus Amerika, die FDA kommt mir manchmal vor als die Quelle der, oh Gott, ich spreche mich hier um Kopf und Kragen, um die Quelle der Mafia manchmal. Also da werden Entscheidungen getroffen, die dann bis hier nach Europa sich auswirken. Und dann manchmal hat man das Gefühl, dass auch hier in Europa diese ganzen Lebensmittelbehörden, dass die da alle, ja, Sponsoring bei FDA oder sowas. Weil anders, da ist das nicht mehr zu erklären, weil das auch solche Stoffe hier in Deutschland zugelassen oder in der Schweiz zugelassen, wie Aspartam und Cholinigelb und solche Sachen, da was soll ich da noch sagen? Wie kann sowas zugelassen sein? Aber es ist nun mal so, FDA.
Denn das ist die Quelle eigentlich des Unheils, hätte ich jetzt fast gesagt. Gut, sie ist es ja nur dann deswegen, weil es ganz offensichtlich Usus oder möglich ist, dass dort der Lobby-Einfluss so stark ist, dass eben mit getricksten, gefälschten Studien gearbeitet werden kann und Ein so weiter. normaler Mediziner oder Chemiker kann sich auch das Ausmaß gar nicht vorstellen. Ich denke, wenn er mal hört, naja gut, jetzt hast du da eine E-Liste und jetzt kannst du da mal ein bisschen Giftstoffe essen, die sehen das als halb so wild. Aber wie gesagt, irgendwann ist der Schlauch mal voll. Und Ja, dann ist Erkrankung angesagt und dann ist aber das große Suchen angesagt. Und wie gesagt, es kommt keiner darauf, dass man mal ganz einfach mal die Ernährung ändern solle. es ist natürlich auch ein ganz einfacher Weg, durch die Addition der verschiedenen Zusatzstoffe und die Addition der verschiedenen Giftstoffe, die ich jeden Tag in mich aufnehme, ist ja das Singuläre und das Isolieren einer einzigen Ursache auch gewolltermaßen gar nicht mehr möglich. Ja, selbst es bringt ja auch gar nichts, weil wir haben ja hier auch die ganzen sekundären Stoffe, die arbeiten ja alle miteinander. Und wie die miteinander arbeiten, das kann Ihnen kein Chemiker sagen. Das weiß kein Mediziner, das weiß kein Chemiker, das kann Ihnen keiner sagen. Also es ist ein Riesenratespiel. Also ich sehe es mittlerweile so einige Dinge als wie ein europäischer, weltweiter Großversuch. Ob das jetzt damals die elektromagnetische Wellen war mit Handy oder ob das jetzt so in der Medizin beziehungsweise in der Lebensmittelindustrie so ist. Also es ist wirklich ein großer Test, der gemacht wird. Oder man will Und ja wir sind so. alle Versuchskaninchen. Ja, also wenn man die Menschheit, wenn es einen Plan geben sollte, die Menschheit zu reduzieren, ist das ein wunderbarer, stiller Plan. Ja. Den Plan gibt es, das kann ich Ja, versprechen. das glaube ich auch. Da wollte ich jetzt so unbedingt drauf eingehen. Ich möchte über eine Zeit in meinem Leben sprechen, in der ich ein Colonel gewesen war. Ein voller Colonel. General Jack Dean, der kommandierende General von DARCOM, der gesamten Forschungs- und Entwicklungsabteilung der Army, wurde der Auftrag gegeben, die Army zu betrachten, wie sie zu jener Zeit war. Dann einzuschätzen, wie die Zukunft aussehen würde. Und dann die Army umzustrukturieren, um nicht die gegenwärtigen Anforderungen zu erfüllen, sondern die zukünftigen.
Ich hatte wohl das nötige Glück und wurde auserkoren, um in dieser Taskforce der nachrichtendienstliche Offizier zu sein. Ich war also tief involviert in die Entwicklung der Armee der Zukunft. Ein sehr, sehr interessanter Prozess. Denn man musste nicht nur untersuchen, an welchem Punkt man gegenwärtig stand, sondern man musste darüber nachdenken, wie in der Zukunft die Waffen aussehen oder die Organisation oder das Umfeld, wo man kämpfen würde. Dann musste man jeden Teil der Army umstrukturieren, um sicherzustellen, dass zum jeweiligen Zeitpunkt die benötigten Dinge verfügbar sind. Okay, betrachten wir nun Nahrung. Nahrung ist eine Waffe. In Waffen umgewandelte Nahrung. Was wäre die ideale Form? Zuallererst würde man nicht wissen, was die eigene Nahrung enthält. Ich weiß nicht, was in meinem Körper geschieht. Ich weiß, dass irgendetwas schief läuft, aber ich weiß nicht was. Ich fühle mich einfach nicht mehr so wie vorher. Aber weil ich immer noch Hunger habe, esse ich weiter und weiter und weiter. Also habe ich eine immer höhere Menge dieser unbekannten Dinge in meinem Körper. Bis ich einen Schwellenwert erreiche, an dem mein Immunsystem kollabiert und ich krank werde. Auf eine solche Weise stellt man Überlegungen an. Und genauso stellten wir Überlegungen an für den Krieg der Zukunft. In jener Zeit dachten wir jedoch noch, dass der Feind ein anderer aggressiver Staat war und nicht die eigene Regierung. Nicht eine verborgene Bedrohung, die von unserer Regierung autorisiert wurde. Wir wissen, dass eine Vielzahl an Maissorten so modifiziert wurde, dass sie Unfruchtbarkeit auslösen. Unfruchtbarkeit? Wovon rede ich hier? Nun, ich stelle die Frage in den Raum. Wovon rede ich hier? Warum würde ein Konzern eine Maissorte herstellen, die bei Männern und Frauen Unfruchtbarkeit auslöst? Was ist der Zweck von so etwas? Als jemand, der bei den Nachrichtendiensten war, stellt man sich also die Frage, weshalb? Vielleicht wollen sie nicht, dass wir erfahren, dass sie es gerne hätten, wenn wir unfruchtbar sind, sodass die Bevölkerung nicht so schnell und weiträumig anwächst wie in der Vergangenheit. In den Philippinen wurden über 3 Millionen Frauen sterilisiert durch eine Injektion. Ein Impfstoff. Die Welthandelsorganisation wurde deshalb verklagt und verlor vor Gericht. Was, wenn Sie an dieser Frauen gewesen wären, die unfreiwillig sterilisiert wurden? Damit Sie keine Familie haben können. Ohne Ihre Zustimmung. Und ohne ihr Wissen, weil alles geheim gehalten wurde. Ich sage Ihnen, wir befinden uns in einem Krieg. Wir haben keine Ahnung, was sich in den Impfstoffen befindet, die heute beworben werden. Was ist mit den ranghöheren Leuten?
Wie hoch muss man in der Organisation aufsteigen, um immun zu werden gegen diese Art von Angriff? Muss man ein Konzernchef sein? Muss man über den Konzernchefs stehen? Wo hört es auf? Wie weit hoch in der Organisation sind die Auswirkungen präsent? Alle von uns müssen essen. Also wird Nahrung zu einem sehr verlockenden Weg, um einen großen Teil der Bevölkerung loszuwerden. Today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. Sie haben in Ihrem letzten Rundschreiben, ich meine, es war das letzte, darauf hingewiesen, dass es einen interessanten Zusammenhang gibt. Und das ist ein Zusammenhang, über den wir einmal kurz reden sollten. Es gibt viele Menschen, die immer wieder sagen, naja, also wenn man da auf diese Art und Weise hilft, wenn man vor allen Dingen medizinische Unterstützung leistet, dann wird das zu einer ganz starken Überbevölkerung in den Ländern der dritten Welt führen. Sie haben darauf hingewiesen, dass das genau nicht so sein wird. Warum nicht? Ja, das stimmt. Ich habe ungern mich mit diesen Hilfsfragen beschäftigt am Anfang, weil ich dachte, andere Probleme werden dann noch verschärft, also das Bildungswesen. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass wenn man die Gesundheit verbessert, die Eltern kleinere Familien gründen, weil sie wissen, dass ihre Kinder auch wirklich aufwachsen. Jetzt haben wir kleinere Familien. Die großen Familien bedeuten, dass man nicht weiß, wie viele Kinder im Kindesalter sterben, dass also zwei überleben müssen, damit die Eltern, wenn sie alt sind, auch unterstützt werden. Die Erfahrung war für mich erstaunlich. Das ist an sich gegen den gesunden Menschenverstand, dass man, wenn man impft, man die Bevölkerungsstärke ganz erheblich verringert. Und dann habe ich losgelegt. Das war 2001, da habe ich diese Erfahrung gemacht. Und dann haben wir in großem Stil im Gesundheitswesen vor allen Dingen Impfstoffe gefördert. Das Vermögen Ihrer Stiftung beträgt mehr als 30 Milliarden Dollar. Jedes Jahr investieren Sie über 3 Milliarden. Das entspricht etwa einem Viertel des Jahresbudgets der Vereinten Nationen. Warum unterstützen Sie mit Ihrem Geld eigentlich nicht bestehende Organisationen? Warum wollten Sie unbedingt Ihre eigene Stiftung gründen? Sehen Sie, unsere Stiftung unterstützt andere Organisationen. Die Weltgesundheitsorganisation unterstützen wir. UNICEF erhält Geld von uns. Wir haben Einrichtungen geschaffen in Bereichen, wo es bisher keine gab. Zum Beispiel die globale Allianz für Impfstoffe. Die hat in den zurückliegenden 10 Jahren hervorragende Arbeit geleistet. Immer mehr Kinder haben die Grundimpfstoffe erhalten. Und das hat Millionen von Menschenleben gerettet. Und was die nächsten 10 Jahre angeht, so können wir nochmals 8 Millionen Menschenleben retten, wenn wir mehr Impfstoffe bekommen für mehr Kinder. Heute sind wir erst bei 80 und wir könnten auf 90% kommen.
Wenn wir das Bevölkerungswachstum reduzieren könnten, könnten wir die Bevölkerung auch besser und leichter ernähren. Das finde ich großartig. Also, ich glaube, wir müssen die Erfolge deutlich machen, zeigen, wo das Geld gut ausgegeben wurde. Dann werden die Menschen, die Wähler auch bereit sein, mehr auszugeben. Heute kann man Erfolge messen. Heute konzentriert man sich auf Impfstoffe, besseres Saatgut. In den letzten 10 Jahren wurden ungeheure Fortschritte erzielt. Das müssen wir den Menschen, den Wählern klar machen, denn die greifen doch in die Tasche. Und dann werden sie bereit sein, Geld umzuschichten, auch in diese Kategorien, trotz aller Haushaltsschwierigkeiten, die wir heute in allen reichen Ländern haben. Man hört, naja gut, jetzt hast du da eine E-Liste und jetzt kannst du da mal ein bisschen Giftstoffe essen, die sehen das als halb so wild. Aber wie gesagt, irgendwann ist der Schlauch mal voll. Und, ja, ja. Und dann ist Erkrankung angesagt und dann ist aber das große Suchen angesagt. Und wie gesagt, es kommt keiner darauf, dass man mal ganz einfach mal die Ernährung ändern sollte. Es ist natürlich auch ein ganz einfacher Weg, durch die Addition der verschiedenen Zusatzstoffe und die Addition der verschiedenen Giftstoffe, die ich jeden Tag in mich aufnehme, ist ja das Singuläre und das Isolieren einer einzigen Ursache auch gewolltermaßen gar nicht mehr möglich. Ja, selbst es bringt ja auch gar nichts, weil wir haben ja hier auch die ganzen sekundären Stoffe, die arbeiten ja alle miteinander. Und wie die miteinander arbeiten, das kann Ihnen kein Chemiker sagen. Das weiß kein Mediziner, das weiß kein Chemiker, das kann Ihnen keiner sagen. Ja. Also es ist ein riesen Ratespiel. Also ich sehe es mittlerweile so einige Dinge als wie ein europäischer, weltweiter Großversuch. Ob das jetzt damals die elektromagnetische Wellen war mit Handy oder ob das jetzt so in der Medizin beziehungsweise in der Lebensmittelindustrie so ist. Also es ist wirklich ein großer Test, der gemacht wird. Oder man will und wir sind alle Versuchskaninchen. Ja, also wenn man die Menschheit, wenn es einen Plan geben sollte, die Menschheit zu reduzieren, ist das ein wunderbarer, stiller Plan. Ja, ja. Den Plan gibt es, das kann ich versprechen. Ja, das glaube ich auch. Da wollte ich jetzt so unbedingt drauf eingehen. Behörden sprechen, die Gangster sind, aber es ist so. Ja, es ist genau so, denn diese ganzen Zulassungsverfahren, es wird alles zugelassen, der am meisten Geld mit auf den Weg mitbringt, der kriegt es auch zugelassen. Genau so, das sind die Fakten. Und das kann jeder nachvollziehen, es ist absolut so. Du hast ja in dem konkreten Fall auch wirklich noch gefälschte Studien. Ja, selbstverständlich. Du hast also eigentlich dir diese Zulassung bei dem Produkt im Prinzip erschwindelt, denn in dem Moment, wo die Gefährlichkeit durchgetestet worden wäre, in einer ganz normalen, neutralen Studie, hätte die FDA sagen müssen, no way. Ja, obwohl, wenn wir jetzt die FDA sagen, also wenn wir da jetzt von der Federal Trade Administration sprechen aus Amerika, die FDA kommt mir manchmal vor als die Quelle der, oh Gott, ich spreche mich um Kopf und Kragen, um die Quelle der Mafia manchmal. Also da werden Entscheidungen getroffen, die dann ein bisschen nach Europa sich auswirken. Und dann manchmal hat man das Gefühl, dass auch hier in Europa diese ganzen Lebensmittelbehörden, dass die da alle, ja, Sponsoring bei FDA oder sowas. Weil anders, da ist das nicht mehr zu erklären, weil das auch solche Stoffe hier in Deutschland zugelassen oder in der Schweiz zugelassen werden, wie Aspartam und Cholinengelb und solche Sachen, was soll ich da noch sagen? Wie kann sowas zugelassen sein? Aber es ist nun mal so, FDA. Denn das ist die Quelle eigentlich des
Unheils, hätte ich jetzt fast gesagt. Gut, sie ist es ja nur dann deswegen, weil es ganz offensichtlich Usus oder möglich ist, dass dort der Lobby-Einfluss so stark ist, dass eben mit getricksten, gefälschten Studien gearbeitet werden kann. Ein normaler Mediziner oder Chemiker kann sich auch das Ausmaß gar nicht vorstellen. Hm. Ich denke, der wenn er Dies ist vielleicht die erste Generation, die nicht so alt wird wie ihre Eltern. Lass uns auf einen Punkt oder auf eine Geschichte eingehen, auf die du im Zusammenhang mit den Zusatzstoffen hinweist, weil das irgendwie so ein besonders krasser Fall ist, Aspartam. Ja. Agent Orange. Ja, aber Cola Light ist doch dietetisch ja. Besser als die normale Cola. Nee, um Gottes Willen, nee. Also dann sollte man, das normale Cola nimmt man ja aus dem Grund nicht durch den Industriezucker. Da muss man ja auch unterscheiden, Zucker ist ja nicht gleich Zucker. Aber diese Cola Light, dieses Aspartam, ist letztendlich ein, ja, war früher bei den Amerikanern ein Kriegsstoff, damit haben die im Urwald das Laub entfernt. Und das war die Grundvoraussetzung, die chemische Formel. Die chemische Formel hat man dann einfach, da muss man nur ein kleines Molekül verändern und schon schmeckt das auf einmal süßlich und auch noch 6000 Mal oder 3000 Mal stärker. Ja, und so hat man sich das geschaffen. Du hast eine regelrechte Explosion von Produkten, wo Aspartam drin ist. Ja. Also insofern... Auch Kinderprodukte. Kinderprodukte. Du hast auf den Punkt hingewiesen, in den 70er Jahren, schreibst du, stand es auf der CIA-Liste als potenzielles Mittel für biochemische Kriegsführung. Richtig. Dann kann man nur sagen, Prost Coke, da ist das also dann in der Light natürlich drin, mhm. Und in vielen anderen auch. In vielen anderen. Ja. Also diese ganzen Light-Produkte, also man hat da was ganz Schlaues gemacht, dass die Leute halt nicht mal an Zucker gehen, weil Zucker ja so gefährlich ist. Ja, dann gibt es halt jetzt Gift. Ja. Um es jetzt gut. Dumm zu sagen, es ist wirklich so flapsig, genau ja, so ist ja. Es eigentlich. Und eigentlich ist das auch etwas, was die, sowohl die Pharmaindustrie, die Lebensmittelindustrie, wie auch die Ärzteschaft ja weiß. Also es ist ja nichts, also diese Dinge die sind ja nicht noch... Die Industrie ja. Weiß es, aber ein einzelner Arzt, also ich habe zum Beispiel in dem Studium, auch wenn es 7 Semester nur waren, also davon habe ich nie was gehört. Also das wurde mir nie gesagt, also da, ich kann in den Zitronensäurezyklus wunderbar alles bis in die kleinste Definition erklären, aber über sowas wurde nie gesprochen, ja. Diese ganzen Gifte und niemals.
Ja, es ist so, eigentlich sogar umgekehrt. Wenn du, ich habe ja auch mit der Ernährungsindustrie gearbeitet, dass du belächelt wirst und wenn man da also bei den E-Nummern oder bei den Zusatzstoffen da irgendwie was problematisiert, ja, das ist so, das sind so ein paar durchgeknallte Verbraucherschützer, aber auch das waren nur wenige, denn auch die richtigen Verbraucherschützer sprechen das nicht an. Die müssen einen Aufschrei geben. Ja, normalerweise ja. Normalerweise, also wer das erfährt, müssen normalerweise erkennen, dass es ein Skandal ist, der hier läuft. Also die Leute werden krank, Kinder werden krank, wir können gar nicht mehr feststellen, warum die, eine Anamnese ist gar nicht mehr zu machen, weil wie soll ich diese ganzen Giftstoffe feststellen? Ja. Da müsste ich in meinem Labor eine Giftstoffliste haben, wo ich dann jedes einzelne nachgehe und wer soll das bezahlen, welche Krankenkasse soll das bezahlen? Und so stehen die Ärzte da, wie gesagt, können keine Anamnese machen und haben kranke Patienten und würden nie auf die Idee kommen, dass es einfach nur ihre Ernährung ist. Ja. Der Zulassungsmodus bei Aspartam in der FDA, du lächelst, okay, ist ja auch nochmal so ein ganz eigenes Kapitel. Ja, also von Zulassung, also das sind, ich will jetzt nicht hier.